Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Wir befinden uns immer noch in der alten Mine und gehen noch tiefer hinunter und jetzt sind wir ganz unten. Fast ganz unten. Aber weiter runter kommen wir zum derzeitigen Zeitpunkt. Kommen wir derzeit noch nicht. Boah, hier sind auch irgendwie keine wirklich wichtigen Charaktere mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich beim ersten Mal einfach nur in die Mine rein bin, mit ihren gesprochen habe und gesagt, ich will weg hier, tschüss. Weil ich irgendwie die Schnauze voll von den Minecraftern hatte. Ich hab beim ersten Mal durchspielen. Also ehrlich versucht, die zu schaffen und einfach nicht geschafft und davon war ich irgendwie genervt, aber es ist ja eigentlich auch nicht wichtig, beim ersten Mal die zu besiegen. Das habe ich irgendwie nicht so gecheckt, glaube ich. So, Ashkan, wie sieht's aus? Hey. Noch gut. Solange niemand auf die Idee kommt, dieses Tor öffnen zu wollen, muss ich auch niemandem wehtun. Was ist denn so Besonderes hinter dem Tor? Minecrawler. Große, böse Minecrawler. Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Ich hab's verstanden. Das sind böse, fiese, miese Minecrawler hinter dem großen, bösen Tor. Deswegen ist dieses große, mächtige Tor auch verschlossen. Ich schätze mal, da oben sind nur normale Butler und keine besonderen. Ja, dann haben wir eigentlich alles in der Mine? Das hätte ich im letzten Part auch noch machen können. Ich dachte, hier war noch mehr, aber... Hallo? Dann red halt nicht mit mir. Ich bin Orksklave, ich bin was Besseres als du. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir den ganzen Weg wieder nach oben. Und geben die Liste mal ab. Die Liste. Ich habe noch gar nicht gesagt, wo wir die Liste abgeben werden. Ah ja, sieh meine an. Ich habe noch... Falsche Richtung, da muss ich lang. Ich habe noch gar nicht gesagt, wo ich diese Liste abgeben werde. Diese Liste, das ist nämlich die Besonderheit. Die Banditen wollen irgendeinen Gegenstand, der wichtig ist vom alten Lager. Und diese Liste ist ein wichtiger Gegenstand vom alten Lager. Und genau das werden wir jetzt nämlich machen. Wir werden diese Liste abgeben. Bei Laris. Und dann schauen wir mal, was der dazu zu sagen hat. Und dann haben wir eigentlich im neuen Lager, glaube ich, auch schon so ziemlich alles erledigt. Und wow, dann sind wir schon so weit, dass wir zum Sumpflager gehen und dort alle Quests erledigen. Und wenn wir das dann auch gemacht haben, dann müssen wir uns letztendlich für ein Lager entscheiden. Das ist zumindest der normale Vorgang. Ich habe ja auch das Risen 3 Let's Play, ist ja von denselben Machern, von Piranha Bytes. Und da ist es ja so, dass die verschiedenen... können wir mal mit dem reden? Sagt ihr noch was wegen der Kiste? Nee. Wir sehen uns. Da gibt es ja wegen diesen verschiedenen... Da gibt es auch drei Gruppierungen, wo man sich anschließen kann in Risen 3. Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Was heißt Spoiler? Die drei Gruppierungen sind einmal diese Voodoo-Typen, einmal die Magier und einmal die Dämonenjäger. Und die sind halt über drei Inseln verteilt. Und wenn man sich ewig Zeit lässt beim Anschließen, dann verbringt man viel, viel mehr Zeit als wie in Gothic 1. Ich meine, mehr Spielzeit ist eigentlich was Gutes, aber das zieht sich da, finde ich, so lang. Also Gothic 1 ist mir definitiv zu klein. So, hast du noch was zu sagen? Nee. Wir sehen uns. Aber von Aleph haben wir noch den Tipp bekommen, dass Glenn Dietrich verkauft. Bei dir gibt's Dietriche? Nun, wenn du schlau genug warst, das herauszufinden, dann kannst du welche haben. 10 Erz das Stück. Ich will Dietriche kaufen. So. Und dann kriegst du noch ein paar grobe Schwerter. Sehr schön. Gut, wo war ich denn geblieben? Genau, da zieht sich das alles so lang und... Ah, Risen 3, Risen 2, die haben einfach nicht so... Die haben einfach keinen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja nicht so der... Ich will jetzt nicht so der miese Peter sein, aber Risen 1 und Risen 2 und Risen 3 haben überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Also ich fand Gothic 3, glaube ich, sogar besser als Risen 2.
Ich glaube schon. Also ich glaube, am besten ist Gothic 1 von der Story. Gothic 2 vom Umfang und von der Möglichkeit für Schwierigkeitsgrad her und so weiter ist Gothic 2 irgendwie perfekt. Es ist nicht überladen, es ist schwer, es ist knackig. Gothic 2 ist ziemlich perfekt, nur die Story von Gothic 2 ist nicht so gut, finde ich, wie die von Gothic 1. Gothic 1 hat schon eine sehr epische Story und das Spielgefühl ist doch etwas anders in Gothic 1. Wobei ich Gothic 2 selber öfters durchgespielt habe, weil man mehr Möglichkeiten hat. Die Spielwelt ist größer. Ich weiß nicht, Gothic 2 ist in einer vielerlei Hinsichten ist Gothic 2 schon besser, aber im Gesamtkonzept ist es schon besser, aber Gothic 1 ist so dicht, also so eine dichte, atmosphärische Spielwelt. Das ist einfach, weil das Spiel so klein ist, dadurch konnte man es irgendwie, ich weiß nicht, viel besser gestalten. Das ist eine wunderbare Story. Ich meine, diese Story haben sie ja. In Risen 1 war es ja auch so. Da war Risen 1 war ja sehr klein, sage ich jetzt mal. Das hat ja nur auf dieser kleinen Insel gespielt. Aber es war trotzdem so eine dichte Atmosphäre. Man hat das schon gemerkt, die Leute, die verzweifeln, haben Angst und so. Und hier, du bist ja wie eingesperrt. Du bist in dieser Barriere, du kommst hier nicht raus. Und du bist mit Orks eingesperrt und mit drei verschiedenen Gruppierungen und die mögen sich nicht. Und es ist einfach so episch, dieses Spiel zu spielen. Und ja, ich weiß nicht. Risen 1 war richtig geil und sie haben halt dann dieses Konzept der Titanen aufgegriffen und in Risen 2 tötet man Titanen und im 3er tötet man Titanen und im 4er, 5er, 6er Simmer wird man wahrscheinlich auch Titanen töten, bla bla bla, wir bringen alles um. Ich weiß nicht. Das ist nicht so toll. Gut, die Story war auch im Gothic 2 jetzt nicht so toll, weil man von Anfang an irgendwie so der gelobte Held ist und und ha und hi. Naja. Aber trotzdem war die Welt noch ziemlich geil und die Quests waren cool und hat einfach gepasst. Vom Schwierigkeitsgrad her war es auch gut. Risen 1 war auch vom Schwierigkeitsgrad her, glaube ich, nicht zu einfach. Außer wenn man es wie ich durchgespielt hat als Magier mit dem richtigen Zauber, dann war es durchaus einfach. Dann war es durchaus einfach. Ansonsten, ja. Das war's so von diesen Piranha-Bytes-Spielen. Oh ja, Gothic 3. Ich bin immer noch im Überlegen, was für eine Story Gothic 3 hatte. Ich glaube gar keine. Ich glaube, das trifft ziemlich gut. Du schon wieder. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Taurus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Taurus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein oder was? Geh nur. Lares werden die Augen aus dem Kopf fallen. Super. Hallo Lares. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer. Das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Haben wir erledigt. Die schreiben jetzt halt einfach noch jede Menge Zeug auf die Liste, überfallen das Ding und denken sich, ja, geil. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Das will ich meinen. Und ich hab. So. Gut. Bei der ersten Gilde können wir schon angenommen werden. Okay. Super. Dann haben wir, glaube ich, hier erstmal alle Quests erledigt. Ich schau nochmal. Aufnahme neues Lager. Habe ich. Ja, hier haben wir alles erledigt. Super, dann würde ich sagen, gehen wir ins alte Lager und erledigen dort noch unsere Quests. Drei Quests müssen es sein, die ich jetzt noch abgeben kann. Und dann werden wir uns auf den Weg ins Sumpflager machen. Und dort die ganzen Quests machen. Das sind auch ein paar interessante Quests, aber eigentlich ist das ganze Spiel interessant. Das ist.
Wie soll ich sagen, ich schwärme die ganze Zeit von diesem Spiel. Ich kann es auch gar nicht so wirklich beschreiben, warum das Spiel so geil ist. Es liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass damals noch alles neu war. Gothic ist auch eins der ersten Spiele, so in diesem Ausmaß, glaube ich, das so frei war. So wirklich frei, aber man ist durch natürliche Sachen eingegrenzt. Man ist nicht eingegrenzt wie zum Beispiel in Zelda, wieso du kommst an diesen Stein nicht vorbei, weil du nicht die Titanhandschuhe trägst, die diesen Stein bewegen können. Das ist so diese Zelda-Masche, dass man nicht weiterkommt. Hier kommst du halt nicht weiter, weil irgendwo ein Gegner steht, der dich einfach mal umhaut. Klar, du kannst den Gegner vorbeirennen, dann kommt der nächste Gegner, der noch stärker ist und dich dann umhaut. Oder dann kommen drei von den Gegnern oder wie auch immer. Irgendwann bringt es dir einfach nichts, weil du kommst einfach nicht mehr weiter. Und das ist so die Masche von Gothic. Und ich muss sagen, die Masche finde ich um einiges besser. So, du kannst zwar überall hin, aber glaub mir, du willst es nicht. Außer in den Städten, da kannst du natürlich nicht in den höheren Bereich rein, weil du ein Niemand bist und du hast da drin nichts zu suchen. Aber das ist okay, das ist was anderes. Aber ja, und das ist auch so eine Sache in Gothic 3. Da haben sie ja diese Masche, haben sie ja in jeder Stadt gemacht. Da haben sie in jeder Stadt diese Masche gemacht, wie du kommst hier nicht rein, wenn du nicht in dieser Stadt den jeweiligen Ruf hast. Und das habe ich, damit haben sie es, finde ich, schon ein bisschen übertrieben. Damit haben sie es schon wirklich ein bisschen übertrieben. Du kommst zum Beispiel hier im, es gibt drei Bereiche im Spiel, wo du nicht hinkommst, weil wegen Anforderungen. Da gibt es im alten Lager, im neuen Lager und im sechsten Lager gibt es jeweils einen Bereich. Okay. Das ist okay. Aber in Gothic 3 war es ja in, glaube ich, in jeder Stadt, ich glaube wirklich in jeder Stadt, gab es einen Bereich, wo man nicht reingehen konnte. Und ich glaube, es gab 20, 30 Städte. Es gab viele Städte in Gothic 3. Ja, ihr könnt mir ja mal gern, das ist jetzt ernst gemeint, das meine ich jetzt wirklich an jeden, der zuschaut, tut mir einen Gefallen und schreibt in die Kommentare unten rein, das meine ich jetzt wirklich ernst. Schreibt in die Kommentare rein, ob ich Gothic 3 Let's Playen soll. Das wird ein langes Let's Play, weil wenn dann 100%. Ich würde es natürlich spannend machen und wenn ich es wirklich spielen würde, Gothic 3, würde ich es mit einem Community Patch und Alternative Balancing und so weiter machen. Das macht das ganze Spiel schwerer, weil man mehr Skillpunkte und so benötigt. Und dann würde ich mal gucken. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das wollen würdet, dass ich das durchspiele. Und, aber gleich als Vorwarnung, ich würde natürlich bei Gothic 3, erstens würde ich längere Parts machen, halbe Stunde Parts, sonst wird das Let's Play einfach zu lang. Also mit 300 Parts muss man da schon rechnen, auch wenn ich die Parts länger mache, weil Gothic 3 einfach so riesig ist und ich alles erkunden möchte. Und ich würde das Spiel wahrscheinlich ziemlich oft durch den Kakao ziehen. Wow! Der ist von oben runter gesprungen. Ich würde das Spiel wahrscheinlich ziemlich oft verarschen. Ich glaube schon, dass ich das ziemlich oft machen würde, weil, ja, keine Ahnung. An einigen Stellen ist es einfach verarschenswert, sage ich jetzt mal. Oh, hier drin ist gar nichts, okay. Genau, also, nee, wie gesagt, schreibt unten in den Kommentaren Gothic 3 ja oder Gothic 3 nein. Würde mich interessieren. Und wenn es wirklich mal ein paar Interessenten gibt, weil ich würde es eigentlich nicht Let's Playen. Ich habe es auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe es ab und zu mal wieder angespielt, aber ich habe es dann nie die Ausdauer gehabt, es tatsächlich auch zu Ende zu spielen. Weil es dann irgendwann einfach so stupide ist. Es ist vom Kampfsystem, ist es einfach egal. Ich führe es nicht weiter hier über Gothic 3 aus. Schreibt es einfach runter, Gothic 3 ja oder Gothic 3 nein. Jeder, der zuschaut, jeder, auch du, ja, du, genau du, einfach in die Kommentare schreiben. Würde mich einfach interessieren. Oder egal, wenn es euch komplett egal ist, dann schreibt es auch rein. Wie gesagt, es wäre ein unglaublich langes Let's Play. Und ja, ich weiß nicht. Deswegen scheue mich auch davor, Spiele zu spielen, die sehr, 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 sehr lang sind. Jetzt bei Gothic 2 war schon ein sehr langes Let's Play und das war mein erstes Projekt. Und seien wir mal ehrlich,
Gothic 2 war schrecklich. Also, das ist ein schönes Spiel, es ist echt geil und so weiter. Aber es war ein schreckliches Let's Play-Projekt. Es war mein erstes Projekt, okay. Da muss man mir vielleicht verzeihen. Aber leck mich am Arsch. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe absolut alles falsch gemacht in meinem ersten Projekt. Ich habe mir mit Gothic 1 ewig viel Zeit gelassen, weil es mein Lieblingsspiel ist eigentlich. Eigentlich ist es mein Lieblingsspiel. Gothic 3, glaube ich, kann man... Gothic 1 kann man schon sagen, ist mein Lieblingsspiel. Von allen Spielen auf der Welt, wenn ich... Oh Gott, davon ist ein Snapper. Wenn ich jemandem was empfehlen würde, würde ich sagen, spiel Gothic 1. Wenn er natürlich auf RPG steht. Oh Gott. Was machst du da? Nein, was machst du da? Was? Gut, meine Freunde. Das war's von diesem Part. Das war ein richtig schöner Bug. Wir sehen uns am Anfang vom nächsten Part, wenn ich wieder an der Stelle bin, wo ich gerade war und wieder alles soweit gecleant habe. Verdammte Scheiße, dafür hasse ich Gothic 1. Oh Gott, verdammte Kacke. Oh Mann. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich komplett den Faden verloren, was ich gerade gesagt habe. Wir sehen uns am Anfang vom nächsten Part, wenn ich das hier nachgespielt habe. Und dann rächen wir uns an diesen Snappern. Oh, bis dann, ciao, ciao, euer Blackie.